Hallo und herzlich willkommen beim Handwerk. Heute mit diesen Themen in HWK TV. Hoch hinaus Gerüstbauer und ihre stählernen Wege durch die Luft, hier in der Rosenkranzkirche von Bad Neuenahr. Gut gedämmt, Handwerker sorgen für gutes Klima im Haus, wie auch in der Brieftasche. Gut beraten, Energieberater sagen, wo eine Sanierung, Modernisierung oder Nachrüstung am und im Haus Sinn macht und was sie langfristig bringt. Der Start in eine spannende und informative Sendung beginnt aber hier, in luftiger Höhe mitten im Kirchenschiff der Rosenkranzkirche von Bad Neuenahr. Für die Restaurierung des sakralen Bauwerkes haben die Gerüstbauer des Unternehmens Schwalb aus Ransbach-Baumbach die Grundlage geschaffen. Und dafür aus dem Westerwald 120 Tonnen Gerüstmaterial ins Ahrtal transportiert. 12.000 Kubikmeter Raum konnten so in dem vor 100 Jahren fertiggestellten Bauwerk für dessen Restaurierung zugänglich gemacht werden. Die Wege an ungewöhnlichen Orten dienten als Grundlage für die Arbeiten anderer Gewerke, die das weithin sichtbare Wahrzeichen von Bad Neuenahr wieder in Topform bringen konnten. Für den Laien ein eher ungewöhnlicher Anblick, dass ein Gerüst in einem Gebäude aufgebaut wird und nicht an der Außenfassade. Doch die Gerüstbauer machen alles möglich, ob innen oder außen, ob hängend oder stehend. Kein Ort ist für sie unerreichbar. So auch einen Steinwurf entfernt an der Autobahnbrücke A61, die momentan auch eingerüstet ist. Klassisch ist für die meisten Gerüstbauer der Bereich Arbeits- und Schutzgerüste. Für landläufig den Hochbau, sprich Neubau und Altbausanierung. Und dann schon, sagen wir mal, eine etwas verschärftere Form des Gerüstbaus, der Traggerüstbau. Im Rahmen der letzten Handwerksnovellierung kam dem Gerüstbauhandwerk das Privileg zu, zum Meisterberuf aufgewertet zu werden. Soll heißen, man braucht den Meisterbrief, will man ein Unternehmen führen und Lehrlinge ausbilden. Nicht zuletzt die hohe Verantwortung für Leben und Gesundheit, wie auch die hohen Sachwerte, waren dafür ausschlaggebend. Das fordert geradezu die Frage an den Fachmann, wie gefährlich ist dieses Handwerk in der Ausführung? Natürlich für einen Außenstehenden, wenn der die Arbeit sieht, glaube ich schon, dass man glaubt, der Beruf wäre sehr gefährlich, aber wirklich Zahlen liegen da eigentlich nicht vor, dass man sagen würde, alle 5 Minuten fällt ein Gerüstbauer runter. Das gibt's nicht. 7 Lehrlinge stehen aktuell in der Ausbildung zum Gerüstbauer in einem Betrieb aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Auf der Suche nach einem Lehrling für das kommende Jahr ist Gerüstbauermeister Oleg aus Koblenz. Er hat sich neben dem Gerüstbau auch noch in einem weiteren Fachbereich spezialisiert, die Dämmung. Ein ganz heißes Thema sind die aktuell ständig steigenden Energiekosten. Ob nun die Tankfüllung fürs Auto oder die häuslichen Heizkosten, hier wird längst mit ganz anderen Beträgen gerechnet als noch vor 1-2 Jahren. Umso wichtiger, auf Experten zu setzen, wenn es um die Modernisierung von Heizsystemen oder die Wärmedämmung geht. So hat sich Gerüstbaumeister Markus Ollig schon vor einiger Zeit die Frage gestellt, wenn ich schon mit den Gerüsten überall hinkomme, warum nicht auch gleich die richtige Dämmung mitbringen? So erweiterte er sein handwerkliches Spektrum und sorgt heute mit seinem Einsatz für gutes Klima im Haus wie auch in der Brieftasche. In circa 10 Jahren wird sich sowas wieder amortisieren. Und man kann davon ausgehen, dass ja auch diese Ölpreise oder die Heizpreise immer weiter stetig steigen. Man sieht es ja in der aktuellen Situation hier bei uns. Und wahrscheinlich wird es sich noch früher amortisieren. Um Möglichkeiten des effektiven Energieeinsatzes von Wohn- und Geschäftshäusern macht sich Gebäudeenergieberater Stefan Weber Gedanken. Und nicht nur das, er lässt seine Auftraggeber daran teilhaben und erklärt ganz genau, wie man die Energiekosten im Griff hat. Ein Haus in Oberlahnstein, bei dem noch vor einiger Zeit das Geld hier und da zum Fenster rausflog. Das Problem für den Besitzer? Gerne hätte er die Barschaft lieber in seiner Brieftasche belassen, wusste aber nicht, wo man konkret die energetischen Schlupflöcher des Hauses schließen konnte. Also gab er Gebäudeenergieberater Stefan Weber einen Fahndungsauftrag. Schwachstellen suchen und sagen, wie man sie abstellen kann. Da sind wir dann vor Ort und werden erstmal feststellen, was uns erwartet, welches Gebäude überhaupt da ist, welche Bauteile verarbeitet sind, welche Anlagentechnik verarbeitet ist, wie es mit den
gedämmten Bauteilen aussieht, insofern sie denn gedämmt sind, wie alt die Fenster sind. Und so machen wir eine Schwachstellenanalyse, um herauszufinden, wo hat das Haus denn überhaupt die größten energetischen Schlupflöcher. Sein Wissen reicht Weber heute auch als Referent in Weiterbildungslehrgängen der Handwerkskammer Koblenz zum Gebäudeenergieberater weiter. Dass die Nachfrage permanent steigt, wundert ihn nicht. Denn das Thema Energiekosten ist heiß und wird sich auch mit Blick auf den kommenden Winter nicht abkühlen. Mit konkreten Berechnungen kann Weber seinen Kunden sagen, was sie mit welchem Aufwand finanziell auf Dauer einsparen können. Wir haben also die komplette Fassade dämmen lassen. Unter anderem wurden auch die Fenster ausgetauscht, die Heizungsanlage erneuert, die Kellerdecke gedämmt, sowie die Dachgeschossdecke auch völlig gedämmt, sodass ich hoffe, dass ich dadurch Heizkosten einsparen werde. Energiefahnder Weber nannte Ross und Reiter und inzwischen sind die geheimen Schlupflöcher überflüssiger Energiekosten geschlossen. Eine Rechnung, die auch in diesem Fall aufging. Das heißt, der Eigentümer hat keinen finanziellen Mehraufwand, sondern durch die Ersparnisse finanziert sich dieses Maßnahmenpaket in einem Zeitraum von 11 Jahren. Und damit sind wir auch schon am Ende von HWK TV angekommen. Doch zuvor noch ein aktueller Tipp. Weiterbildungslehrgänge zum Gebäudeenergieberater beginnen Anfang September bei der Handwerkskammer Koblenz gleich an mehreren Orten. Infos zu diesen Teilzeitkursen, die am Wochenende stattfinden, bekommen Sie beim Zentrum für Umwelt- und Arbeitssicherheit. Kontaktdaten sind eingeblendet. Und damit gebe ich zurück ins Studio von TV Mittelrhein.